Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Das ist Auslegungssache, wissen Sie, aber ich müsste die Frage bejahen. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Eine ältere Frau, armes Ding, ich hatte die Nacht durchgearbeitet, ein Notfall. Ich war mit den Nerven fertig, mir zitterten die Hände, aber ich musste operieren. Ich musste versuchen, sie zu retten. Ich trank ein oder zwei Gläschen, um mich zu stärken, aber ich habe es verpfuscht. Es war nicht der Alkohol, das schwöre ich. Es war ein Unfall. Es hätte jedem anderen Arzt auch passieren können. Was führte Sie hierher, nach Shipwreck Island? Owen schickte mir einen Brief, ob ich mir seine Frau ansehen würde, die an Arthritis und Muskelkrämpfen leide. Was war das für Klatsch bezüglich des Seaton-Prozesses? Ich will keinen Klatsch über einen Mann mit einem Ruf wie dem von Richter Wargrave verbreiten. Wenn ich mir bei Ihnen sicher wäre, vielleicht. Aber das bin ich nicht. Das wäre vorläufig alles, Dr. Armstrong. Ich habe Wichtigeres zu tun, als zu plaudern. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Die Namen kommen mir irgendwie vertraut vor. Es fällt mir bestimmt wieder ein. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Ich bekam ein Telegramm von einem alten Kumpel, Badger Barclay. Hab mich schon ein wenig gewundert, denn ich dachte, der alte Schwerenöter wäre nach Norwegen ausgewandert. Darin stand jedenfalls, ich solle hier antanzen. Das reicht für jetzt, Mr. Marston. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Davon ist kein Wort wahr. Miss Brady war immer schon bei schlechter Gesundheit. Schon als wir bei ihr eingestellt wurden. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? In der Nacht, in der sie starb, gab es einen Sturm, wie der, der gerade aufkommt. Die Telefonleitung war tot. Wir konnten den Arzt nicht rufen. Ich bin zu Fuß hingelaufen, um ihn zu holen, aber er kam zu spät. Wurden Sie im Testament bedacht? Kaum. Jedenfalls nicht mit dem, was wir erwartet haben. Sie hat es uns nur gesagt, damit wir bei ihr bleiben. Bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Der Stress des heutigen Abends nehme ich an. Und die Sorge um Mrs. Rogers natürlich. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Liegt es nicht auf der Hand, Sir? Meine Frau und ich wurden durch eine Agentur in Plymouth angestellt. Als Butler, Haushälterin und Koch. Das, was wir sind. Danke, Mr. Rogers. Das ist ein sehr schöner Globus. Sieht aus wie der Steg hier auf der Insel. Er sieht ganz glücklich aus. Sie weniger.
Wargrave über Gerechtigkeit. Nicht vorzustellen, was für Selbstgefälligkeiten auf diesen Seiten lauert. Die Strömungen sehen lebensgefährlich aus. Das ist Shipwreck Island. Sticklehaven. Hoffentlich sehe ich den Ort wieder. Das ist eine Bugstütze. Ist wohl längere Zeit nicht mehr verwendet worden. Ich habe die sachdienlichen Passagen in mein Notizbuch kopiert. Ich habe die sachdienlichen Passagen in mein Notizbuch kopiert. Ich habe die sachdienlichen Passagen in mein Notizbuch kopiert. Ich habe die sachdienlichen Passagen in mein Notizbuch kopiert. Eigentum von Theresa Robson. Ich habe die interessanten Passagen in mein Notizbuch abgeschrieben.
Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Dieser Junge, Cyril Hamilton. Ich war sein Kindermädchen. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich möchte es Ihnen erzählen. Es war Cyril verboten worden, zu weit hinauszuschwimmen. Eines Tages war ich kurz abgelenkt. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Es war furchtbar. Aber ich war nicht schuld. Bei der Untersuchung wurde ich vom Richter freigesprochen. Und seine Mutter. Sie war so freundlich. Wenn sie mir nicht die Schuld gegeben hat, warum jetzt diese schreckliche Anschuldigung? Haben Sie mir ganz bestimmt alles erzählt? Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern, Mr. Narricott. Schönen Abend noch, Miss Gaythorne. Passen Sie auf sich auf. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Ich gebe zu, es ist eine grässliche Geschichte, aber ich kann nicht behaupten, dass es falsch ist. Owen hat gründlich geforscht. Die Beschuldigung entspricht der Wahrheit. Wollen Sie mir erzählen, was passiert ist? Es stand damals überall in den Zeitungen. Es war ganz einfach eine Frage der Selbsterhaltung. Eine Jagdgesellschaft verirrt sich im Dschungel. Der große weiße Jäger überprüft den Proviant, rechnet seine Chancen aus und verschwindet allein. Und überlässt 21 Männer dem Tod. Nicht gerade ritterlich, ich weiß. Was führte Sie hierher nach Shipwreck Island? Owens Rechtsanwalt, ein Mann namens Archibald Morris, rief eines Tages an, wollte mir 100 Guinness geben, wenn ich mich dieser Gesellschaft anschließe. Ich sollte Owen, falls erforderlich, meine Spezialkenntnisse zur Verfügung stellen. Was für Spezialkenntnisse sind das? Man könnte sagen, dass ich ein Mann für schwierige Aufgaben bin. Das wäre alles, Mr. Lambert. Ist etwas an der Beschuldigung gegen Sie dran? Dieser Kerl verbreitet ein abscheuliches Gerücht, mehr nicht. Arthur Richmond war einer meiner Offiziere. Ich schickte ihn auf eine Aufklärungsmission. Er wurde getötet. Ein ganz normaler Vorfall in Kriegszeiten. Danke, General. Machen Sie es gut. Shipwreck Island hat eine interessante Vergangenheit. Ich habe sie recherchiert, bevor ich herkam. Wie hießen die zwei Menschen, deren Mordes ich beschuldigt werde? John und Lucy Combs. Ich habe mir sie notiert. Das müssen die Kinder gewesen sein, die ich in der Nähe von Cambridge überfahren habe. Verdammtes Pech. Für Sie oder für die beiden? Nun ja, ich dachte dabei eigentlich an mich, aber Sie haben natürlich recht, Sir. Es war verdammtes Pech für sie. War natürlich ein Unfall. Sie liefen aus einem Häuschen auf die Straße. Verdammt ärgerlich. Die Straßen in England sind allerdings miserabel. Man kommt gar nicht richtig auf Touren. Naja, jedenfalls war es nicht meine Schuld. Dieser Mann ist tot. Das will ich näher untersuchen. Ich frage mich, was auf dieser Seite ist.
ist Marston an einem Erstickungsanfall gestorben. Man könnte es einen Erstickungsanfall nennen. Er starb tatsächlich den Erstickungstod. Wurde Marston vergiftet? Kann ich nicht genau sagen. Alles weist auf eine der Cyanidverbindungen hin. Riecht nicht nach Blausäure, vermutlich Cyankali. Wirkt beinahe sofort. War es etwas in seinem Whisky? Ja, bestimmt. Halten Sie es für Selbstmord? Es sieht so aus. Könnte er ermordet worden sein? Nicht mein Gebiet, fürchte ich. Ich bin Arzt und kein Detektiv. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Nein, weder persönlich noch geschäftlich. Was halten Sie von dieser Schallplatte? Ein skandalöser, übler Scherz, nehme ich an. Das wäre vorläufig alles, Dr. Armstrong. Glauben Sie, dass es Selbstmord war? Gut kombiniert, Mr. Narracott, wenn ich das sagen darf. Mr. Blaw hat uns gesagt, dass Sie nicht der sind, der Sie zu sein scheinen. Und doch haben Sie ihm gesagt, dass Sie kein Detektiv wären. Nein, Sir. Aber ich habe viele Detektivromane gelesen. Ich hatte sogar ein Junior-Detektiv-Set, als ich klein war. Vergrößerungsglas, Fingerabdruckpulver. Ein Junior-Detektiv-Set? Wunderbar. Ah, ein Amateurspürhund also. Sie scheinen eine Gabe dafür zu haben. Zu dem Selbstmord, Herr Richter. Ich bin noch nicht so weit, eine Meinung dazu abzugeben. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Ich kannte seinen Vater, den Herzog, und seinen älteren Bruder. Wie so viele jüngere Söhne seiner Schicht war Anthony Marston, wie Sie inzwischen festgestellt haben werden, ein Herumtreiber. Es gab diverse Gerüchte in letzter Zeit, dass er sich oberflächlich mit der Politik befasst. Aber dies ist nicht das richtige Forum für eine solche Diskussion. Was halten Sie von dieser Schallplatte? Darf ich gleich darauf antworten, nachdem ich selbst eine Frage gestellt habe? Natürlich. Kennt irgendjemand den vollen Namen von Mr. Owen? Mein Brief wurde nur mit U.N. Owen unterzeichnet. Da, U.N. Owen. Oder mit etwas Fantasie, Unknown, unbekannt. Ich werde jetzt auf Ihre Frage eingehen, Mr. Narracott. Der Name, die Schallplatte, die Umstände, unter denen wir alle, außer Ihnen, auf diese Insel gelockt wurden. Für mich besteht gar kein Zweifel. Der Mann, der uns hierher eingeladen hat, ist verrückt. Wahrscheinlich sogar gemeingefährlich verrückt. Warum haben Sie sich zur Ruhe gesetzt, Herr Richter? Ich weiß, es wurde über meine Kompetenz geredet. Gar, dass ich an Größenwahn leide. Aber die Wahrheit ist viel simpler. Aus Gesundheitsgründen. Ein Leben lang habe ich über meine Mitmenschen gerichtet. Und nun richtet eine höhere Macht über mich. Vielen Dank, Herr Richter. Glauben Sie, dass Marston Selbstmord beging? Ja. Nach meiner Erfahrung begehen bestimmte Menschen, wenn sie mit ihren Sünden konfrontiert werden, noch größere. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Nein. Was halten Sie von dieser Schallplatte? Daran ist etwas sehr Eigenartiges. Gestern habe ich gehört, wie Sie Miss Claythorne gegenüber St. Tretnick erwähnt haben. Vor 4 Jahren habe ich in dieser Augustwoche in einem Strandhotel bei St. Tretnick gewohnt. Dieser Junge, Cyril Hamilton, ertrank dort in der Nähe. Es war Stadtgespräch. Sein Halbbruder war viel älter. Hugo hieß er, glaube ich. Cyril war wohl ein abscheuliches Kind, sollte aber den Familientitel und das Vermögen erben. Als er starb, ging alles auf Hugo über. Er war etwa im Alter von Miss Claythorne. Es hieß, dass zwischen ihnen etwas war. Wollen Sie etwa sagen, dass Vera den Jungen ertrinken ließ, damit der Mann, den sie liebte, erben konnte? Das wäre üble Nachrede. Ich gebe mich der üblen Nachrede nicht hin. Ich habe Ihnen nur die Fakten erzählt. Wie ich mich an Sie erinnere. Danke, Miss Brett. Glauben Sie, dass Marston Selbstmord beging? Ich hätte Mr. Marston nicht für den Typ eines Selbstmörders gehalten. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Nie zuvor gesehen. Und woher nehmen Sie sich das Recht, uns zu vernehmen? Sie stehen unter keiner Verpflichtung, mir zu antworten. Was halten Sie von dieser Schallplatte? Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Sehr sonderbar, die ganze Situation. Reicht schon, Mr. Blaw.
Glauben Sie, dass Marston Selbstmord beging? Ich hätte nie gedacht, dass er sich umbringen würde. Er war so lebendig. Als er in seinem Auto über den Hügel kam, sah er... Er sah... Oh, ich kann es nicht erklären. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Nein, er... Ich würde mich bestimmt erinnern. Ganz ruhig, Miss Claythorne. Der Kerl hatte seine Fehler, wissen Sie? Was halten Sie von dieser Schallplatte? Es war ungerecht, was er gesagt hat. Sehr ungerecht. Sie scheinen eine sehr scharfsinnige Frau zu sein, Miss Claythorne. Oh, danke, Mr. Narracott. Können Sie mir irgendetwas über unsere Mitschiffbrüchigen erzählen? Schiffbrüchige? Bei Ihnen klingt das so... Romantisch. Ich wollte dramatisch sagen. Mal nachdenken. Na, ich fürchte, niemand hat mir irgendwelche Geheimnisse anvertraut. Oh, außer einem. Nämlich? Ich kenne Sie eigentlich nicht gut genug, um darauf zu antworten. War mir wie immer eine Freude, Miss Claythorne. Glauben Sie, dass Marston Selbstmord beging? Besonders reumütig wirkte er nicht. Die Schallplatte könnte natürlich etwas in ihm ausgelöst haben. Ein neuer Zwischenfall lange nach der Tat könnte starke Schuldgefühle oder auch Angst erzeugt haben. Meinen Sie nicht auch, Doktor? Möglich. Gut möglich. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Ich hatte von ihm gehört, aber unsere Wege haben sich nie gekreuzt. Was halten Sie von dieser Schallplatte? An dieser ganzen Wochenendgesellschaft ist etwas faul. Das gilt im besonderen Maße für unseren Gastgeber, Mr. Owen. Ich glaube, langsam kommen wir alle zu diesem Schluss. Ja, aber ich weiß etwas, was Sie nicht wissen, Herr Richter. Was denn? Ich habe die Stimme auf dieser Schallplatte erkannt. Und das war bestimmt nicht Mr. Owen. Wer war es dann? Nicht so schnell, Narracott. Erst muss ich ein bisschen länger darüber nachdenken. Danke für Ihr Gehör, Mr. Owen. Glauben Sie, dass es Selbstmord war? Unterstehen Sie sich! Meine Frau starb eines natürlichen Todes, Sir. Es war eine lange Krankheit. Mehr nicht. Ich meinte Marston. Marston? Er besaß kein erkennbares Ehrgefühl. Kannten Sie Marston, bevor er heute hier ankam? Nein, ich glaube nicht. Hat bestimmt nicht gedient. Lombard wiederum... Er erinnert mich an jemanden aus meiner Kompanie, aber sein Name war nicht Lombard. Was halten Sie von dieser Schallplatte? Hässlich. Nach 30 Jahren. Hässlich, diese Beschuldigung. Danke, Jim. Wo sind Sie gewesen, Rogers? Ich habe nach meiner Frau gesehen, Sir. Sie schläft ganz ruhig. Aber ich fürchte, ich habe eine beunruhigende Neuigkeit. Oh. Eine von den Matrosenfiguren aus Porzellan ist abgebrochen worden. Kapitel 2. 9 kleine Leichtmatrosen lagen lange wach. Einer schlief für immer ein. Da waren's nur noch 8. Ein Dreckswetter. Ich wollte draußen Kaminholz holen, aber der Wind hat es mir unmöglich gemacht. Bei dem Sturm bleibt wohl jeder im Haus. Ich muss mich für die Unbequemlichkeiten entschuldigen, Mr. Narracott, aber alle Betten sind belegt. Da fragt man sich doch wirklich, wo die Owens schlafen wollten, nicht wahr? Ein guter Diener erfüllt nur seine Pflichten und stellt seinem Arbeitgeber keine Fragen. Oder möchten Sie vielleicht in das Zimmer mit dem Verstorbenen gehen? Ich fühle mich hier wohl. Danke, Rogers. Dann wünsche ich Ihnen gute Nacht, Narracott. Inzwischen müssten alle fest schlafen. Ein guter Zeitpunkt, heimlich zu ermitteln. Das brauche ich nicht mit mir herumzuschleppen. Da gibt es nichts mehr zu sehen.
Die Schublade ist abgeschlossen. Ich kann nichts von Interesse sehen. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Normalerweise würde ich nie auf diese Weise die Privatsphäre eines anderen verletzen. Aber in Anbetracht der Lage werde ich die Einträge auf Hinweise durchlesen und Passagen abschreiben, die ich sachdienlich finde. Interessanter Aschenbecher. Vögel, überall. Fest abgeschlossen. Manches lässt sich nicht rückgängig machen. Das ist weder die Zeit noch der Ort.
Das mache ich nicht. Das ist keine sehr gute Idee. Das wird nichts nützen. Das mache ich nicht. Es freut mich, dass wenigstens einer von Ihnen daran gedacht hat, die Schallplatte umzudrehen. Zu jeder guten Gesellschaft gehören Gesellschaftsspiele und dieses Wochenende ist keine Ausnahme. Ich habe mir mehrere kleine Denkaufgaben ausgedacht, um sie geistig herauszufordern. Hoffentlich finden Sie die Belohnungen der Mühe wert, sie zu lösen. Diese kleinen Rätsel müssen Sie allerdings selbst finden. Ich habe sie überall auf dieser entzückenden Insel versteckt. Ich hoffe, dass Sie sie angemessen unterhaltend finden werden. Wer auch immer es ist, verlassen Sie uns bitte. Meine Frau braucht Ihre Ruhe. Tut mir leid, Rogers. Keine Ursache. Ich kann es nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Fest verschlossen. Es ist besser, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Es würde bestimmt auffallen, wenn ich ihr Gepäck durchwühle. Ich mache es besser nicht. Marmor. Sieht alles ziemlich teuer aus.
diese Uhr steht. Er ist voll wie ein Eimer. Ich glaube, nichts könnte ihn aufwecken. Es wird Tag. Ich sollte besser in mein Bett zurück. Tja, viel geschlafen habe ich nicht, aber wenigstens hat es etwas gebracht. Ich sollte jetzt besser nachsehen, ob alle zum Frühstück erschienen sind. Rogers, es tut mir so leid, das mit Ihrer Frau zu hören. Sie wirkte sehr nett. Danke, Sir. Aber man darf sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten. Es gibt viel zu tun. Entschuldigen Sie die Frage, aber haben Sie irgendwelche Gedanken zum Tode Ihrer Frau? Sie war eine gute Ehefrau. Ein bisschen reizbar, aber wir waren ein gutes Team. Ich habe sie nicht häufig genug dafür gelobt, fürchte ich. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Jahren nicht freundlicher zu ihr war. Es tut mir leid, dass ich ihr in der Nacht nicht zugehört habe. Haben Sie während der Nacht etwas gehört? Ich meine, etwas vor unserer Schlafzimmertür gehört zu haben. Ich bin nicht sicher. Ich schlief im Bad, um Ethel nicht zu stören. Wenn ich im Zimmer gewesen wäre, hätte ich vielleicht den Arzt holen können. Unsinn, Mann. Sie hätten nichts tun können. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Rogers, ist Ihnen irgendetwas Außergewöhnliches aufgefallen, seit Sie hier sind? Nur eines, Sir. Dieses Haus ist eher wie ein Museum als ein Wohnhaus. Ich habe jeden Zentimeter abgestaubt und dabei Sachen von vielen ehemaligen Besitzern gefunden. Unter anderem von den Robsons, von dieser Schauspielerin Gabrielle Steele und sogar von der Marine. Die einzigen Vorbesitzer, die anscheinend keine Spuren hinterlassen haben, sind Mr. und Mrs. Owen. Schönen Tag noch, Mr. Rogers. Wenn Narrakut wirklich die Wahrheit gesagt hat, wobei ich alles, was er sagt, nur unter Vorbehalt glaube, dann schickt man uns frühestens am Montag ein Boot, selbst wenn der Sturm nachlässt. Man sollte nicht vergessen, dass Narrakut hier ein Fremdkörper ist. Ja, dank Ihrer Mithilfe, Blore. Wenigstens ist nichts mehr vorgefallen. Ich hoffe, Sie haben recht, Miss Quaithorn. Dennoch sehe ich mich gezwungen, Ihre Aufmerksamkeit auf den Mittelpunkt des Tisches zu ziehen. Jetzt sind zwei zerbrochen. Seltsam. Ah, Mr. Narrakut, guten Morgen. Da sich Mr. Marston uns nicht anschließen wird, ist noch ein Platz am Frühstückstisch frei, obwohl das Frühstück selbst etwas länger zu dauern scheint. Ich fürchte, es wird heute gar kein Frühstück geben. Mrs. Rogers ist nicht in der Lage gewesen, es vorzubereiten. Was ist nur mit dieser Frau? Sie hatte mir frischen Apfelsaft versprochen. Ich muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Mrs. Rogers ist im Schlaf verstorben.